Jahnstadion Wiedenbrück. Der SCW gegen Rot-Weiß Essen. Ecke, Grund, Kopfball, Fritz, Moritz, Fritz, 1-0, RWE schon nach 2 Minuten. Was für ein Auftakt für die Gäste. Für ihn, Trainer Beckstede, von Wiedenbrück natürlich weniger. Doch seine Mannschaft lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Am Ball Bednarski, dann Wassey. Die Gastgeber kommen gut ins Spiel. Gute Gelegenheit, doch da fehlt etwas die Präzision. Auf der Gegenseite ist sie dann da. Freistoß, Grund, wieder ein Kopfball. 2-0 durch Richard Weber. Die Rot-Weißen zur Pause mit einem 2-Tore-Polster. Das sieht gut aus für den angestrebten Sieg. Dann aber Ecke, Wassey, Kopfball, Robin Twirdi. Und diesmal treffen die Gastgeber. Kurz nach Beginn 2-1 für die Essener nur noch. Dann nochmal Wassey, Freistoß. Das wäre fast schon der Ausgleich gewesen. Knapp 1000 Zuschauer sind dabei. Und der SCW macht ein gutes Spiel mit dem eingewechselten Bockhorn. Die nächste Gelegenheit dann. Doch Zeiger rettet im letzten Moment. Gegenüber die Gelegenheit dann aber für die Rot-Weißen. Zech am Ball. Die Essener erobern ihn. Kontern mit Kevin Grund. Der sieht da hinten Marvin Stuttrucker. Marvin Stuttrucker, klasse geschossen, aber auch gut gehalten. Diesmal von Marcel Hölscher. Es läuft die Nachspielzeit. 91. 92. Minute. Die Flanke von Volkmar und tatsächlich Kamil Bednarski, der ist da und raubt den Rot-Weißen noch 2 Punkte. Wiedenbrück, Rot-Weiß Essen, 2-2, die einen happy, die anderen frustriert. Wir wollen oder müssen weiter daran arbeiten, einfach viel früher Spiele für uns zu entscheiden und dann auch dauerhaft im Spiel so zu bleiben, dass wir auch bei engen Situationen trotzdem Siege heimfahren. Und das haben wir leider in dieser Situation schmerzhaft erfahren, dass das manchmal nicht der Fall war.